Hallo, ihr Quirlinge! In dieser Episode von Pathfinder Wrath of the Righteous treiben die Gefährten die Verderbnis aus dem Wald der vergessenen Geister und widerstehen einer sehr blutigen Versuchung, bevor sie endlich den Schrein von Serena betreten, mit unerwartetem Innenleben. Los geht's! So, da ist der nächste Schrein, der gastige solche, auch den können wir bei Nacht aktivieren, daran. Weiß zwar nicht, woher du weißt, was du tun musst. Oh, ein Smilodon. Na, das ist doch eigentlich sehr sympathisch, oder? Schattenfang fühlt sich ein bisschen veräppelt gerade. Aber, na, Cory, versucht die Wogen zu glätten, bevor ihr irgendwie Schattenfang auf dumme Ideen kommt. Ein Smilodon-Geist. Der Mond strebt über den Himmel und meine Beute von mir fort. Wer bist du? Das wisst ihr nicht. Ich sollte euch für eure Dreistigkeit fressen. Aber es ist lange her, seit mir jemand ein Opfer dargebracht hat. Ich bin so schwach geworden. Das ärgert mich. Wer ich bin? Ein sehr hungriger Geist dieses Waldes. Ein Geist der Jagd. Und Ulbrich, seid gegrüßt und gute Jagd, mächtiger Krieger. Ulbrich senkt respektvoll den Kopf. Und wer seid ihr? Der Geist schnüffelt. Ich verstehe nicht. Wie seid ihr hierher gekommen? Ich dachte, ihr wärt längst tot. Wie ihr seht, lebe ich noch. Und? Hier lässt es sich seit 100 Jahren nicht mehr gut jagen. Der Wald stirbt. Die Leute sterben. Und wir Geister mit ihnen. Ich weiß, wie das enden wird. Bald wird niemand mehr übrig sein. Erzähl mir von diesem Wald. Einst war er ein guter Ort, vor langer Zeit, bevor die bösen Leute kamen. Die, die nach Magie stinken. Wegen ihrer seltsamen Rituale weinen die Geister der toten Sakurianer und flehen um Ruhe. Dabei ruhen sie längst nicht mehr. Was weißt du über diesen Schrein? Die Wolfsgöttin. Das Fell am Nacken des Geistes sträubt sich. Sie hat immer hier gelebt. Sie war schon hier, als ich kam. Hätte ich so viele Opfer wie sie erhalten, wäre ich genauso stark gewesen. Aber nun durchlebt auch sie schwere Zeiten. Dämonen drohen durch die Tür ihres Schreins zu brechen. Ich neide ihr nichts. Nicht mehr. Was sind das für Geister, die durch diesen Wald streifen? Unglückliche Seelen, die zu einem seltsamen Leben erweckt wurden. Die Sakurianer, die hier vor mehr als 100 Jahren begraben wurden. Früher brachten sie mir Geschenke. Heute beobachte ich sie in ihrer Qual. Interessant, wie der Kreis sich schließt. Verflucht seien die Leute, die nach Magie stinken. Wer sind die Leute, die nach Magie stinken? Es gibt 4 von ihnen. Ihr magischer Gestank ist unerträglich. Am liebsten würde ich mir mit meinen Pfoten die Nase zuhalten. Sie verehren Dämonen. Ihre Gegenwart in diesem Land ist unnatürlich und abscheulich. Der Geist stößt ein langes, trauriges Knurren aus. Wie kann ich die Seelen der Sakurianer befreien? Ich bin nur ein Geist der Jagd. Ich bin kein Gott, nicht einmal ein Orakel. Aber ich würde erst einmal diese 4 in Stücke reißen. Die 4, die nach Magie stinken und Dämonen verehren. Ich würde zu den Höhlen gehen, sie zerfleischen und anschließend fressen. Das würde ich tun. Naja, bis auf das Fressen, ne? Wobei Wurzel, naja. Ich habe im Wald eine seltsame Blume gefunden, die nur nachts zu sehen ist. Könnt ihr mir etwas dazu sagen? Was sollte ich über Blumen wissen? Sehe ich aus wie ein Hirsch, der Gräser und Blumen frisst? Meine Liebe gilt der Jagd. Fleisch. Frisches, heißes Blut. Nach einem Kampf mit einem Geist bleibt irgendein Staub zurück. Was wisst ihr darüber? Der Geist leckt sich die Lippen. Das ist die Essenz eines jeden Geistes. Seine gesamte körperliche Form ist in diesem Spektralstaub enthalten. Mitunter jage ich nachts, um mich an ihrem flüchtigen Fleisch zu laben. Aber meine Kräfte schwinden.
Ohne Opfergaben bin ich nur ein Schatten meiner selbst. Ich wünschte, ich könnte mich noch einmal satt fressen. Ein letztes Mal. Bringt mir Spektalstraub, wenigstens 10 Hände voll. Ich bin es nicht gewohnt, um etwas zu bitten, aber mein Hunger spricht lauter als ich. Bringt ihn mir. Der Geist senkt in einer flehenden Geste seine Schnauze. Ich besorge dir ein wenig Spektralstaub. Aber gut, ich muss gehen. Der Geist schnurrt und scharrt mit seinen Hinterläufen am Boden. Es interessiert ihn nicht. Das sind übrigens keine Bodengänge, das sind echte Quests hier. Nun gut, ein paar mehr Spektralstaubproben werden wir schon finden. Garantiert schon hier im Sumpf. You've crossed the wrong mongrel. Es war nicht so gemeint. Wolli, wir haben gar kein Licht. Sag doch mal was. Das macht keinen großen Unterschied. So, kommt schon, ihr Geister. Aha. Ein schattiger Schatten. Naja, ein geisterhafter Zauberwirker. Wenn wir den wegschießen, der ist wieder mal so, dass ich nicht angreifen kann mit Schattenfang. Ja, ich habe den Fehlschuss gesehen. Keine Sorge. Stab you or zap you. Why not both? Ja, der überlebt ja auch alles. Aber nicht das. Ist recht wenig los hier. Sumpf. Bei Nacht. Redet er da gerade? Oder wer redet da? Der kalte Atem des Todes. Spürt ihr ihn schon im Nacken? Ich spüre ihn nicht, aber wer bist du überhaupt? Bist du diese Leiche, die da spricht? Das ist sehr gruselig. Es kann übrigens sein, dass hier nachts noch zwei andere Typen in diesen Höhlen sind. So habe ich den. Also so könnte man den Geist interpretieren. Ich glaube, dem Geist schmeckt der Spektralstaub, der von Schattenfang erjagt wurde, besonders gut. Hier ist der Eingang zum Schrein. Ist hier irgendwas los? Hier murren die Dämonen. Die Leichen selbiger. Wir gehen nach wie vor da nicht rein. Erstmal wollen wir gucken, was hier überhaupt los ist. Ich glaube ja, dass das mit den Dämonen und Serena vielleicht gar nichts mit den ganzen anderen Sachen hier zu tun hat. Was sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir da unten. Wir kamen hierher. Ich denke... Was liegt denn da? Liegt da noch was? Ich denke, wir gehen mal jetzt hier durch die Höhle, um zu checken, ob da nachts jemand anderes drin ist. Something wrong. Watch and learn. Nee, da sind die anderen Geister. Magier vielleicht. Da in diesem Schrein mit den beiden Türflügeln. Also hier ist niemand. Dann erspare ich mir den Besuch der Sumpfhöhle bei Nacht. Ja, der Bär, der rutscht immer durch die Gegend. Und hier ist vielleicht unser 10. Spektralstaub, oder? Ich habe nicht mitgezählt, aber so allmählich könnten es mal 10 sein. You won't survive me. Ja, Schattenwagen macht mehr Schaden.
Der nächste. Da kann man nichts machen. Mit Dera, du gehst mal dahin. Gut. Ja, das hat doch gereicht. Mal kurz schauen. Jetzt waren es 10. Okay, das war dann der 9. Also ich dachte, dass wir 10 hätten allmählich mal. Aber gut. Das Bauchgefühl hat gestimmt. Das numerische Bauchgefühl. Dann können wir hier gleich ja den Smilodon füttern. Nichts, was Nogori in ihrem Leben neu wäre. Vorwärts! Ja, ja, vorwärts. Komm nochmal her. Hier. Euer Duft ist mir vertraut und irgendetwas daran ist angenehm. Das ist der Geruch von Schattenfang. Aber Schattenfang ist kein Weibchen. Achtung. Ich habe Spektralstaub. Jawohl. Mit einem Knurren stürzt sich der Geist gierig auf die Opfergaben. Ich spüre wieder Kraft in meinen Pfoten. Mein Leib ist nicht mehr schwach. Und mein Hunger ist kaum noch zu stillen. Wie kann dein Hunger gestillt werden? Bringt mir lebendige Beute. Ich bin nun stark genug, um sie zu zerfetzen und ihr warmes Blut zu trinken. So, das ist ein Geist der Jagd. Es scheint jetzt erstmal nichts grundsätzlich Böses zu sein in dem Sinne. Vielleicht können wir da irgendeinen Bösewicht herlocken. Was ist da hinten für ein Gewackel im Licht? Ich überlege mir ein geeignetes Opfer für dich. Der Geist fletscht seine Zähne und nickt. Ich kann es kaum erwarten, meine Zähne in lebendes Fleisch zu schlagen. Ach, das ist Aivus Geschaukel. Vor Ach ja, das ist der Flügel von Aivu vor Voljevs Lichtbirne. Gut. Wir können einen der Geisterjäger hierher lotsen. Geht das? Das würde ich nie tun, aber rein. Ne? Also, wie man so schön sagt, just for science. Huh? Also, die sind da vorne. Wir können aber auch hier lang gehen. Das ist ja nicht verboten. Ich kann es tatsächlich. Was ist das gemein? Das ist so gemein. Das ist so gemein. Also das ginge. Ihr wollt alle wissen, was passiert, wenn ich das mache. Ich wollte ja alle wissen. Nein, das mache ich nicht. Nicht mit Nokuri. Inge ist hier auch. Ja, auch das ginge. Auch das ginge. Aber die haben ja beide nichts getan. Beide Gruppen. Ganz im Gegenteil, sie sind im Zweifel Verbündete. So. Wir waren ja eigentlich überall. Bis auf hier vorn mit dem Schlüssel und dem zweiten Türflügel. Naja. Da ist noch einer, der Ärger will. Your performance is lacking. You are lacking. Kommt, der macht nichts. Das macht gleich. Kollege Smilodon. Genau. Das heben wir noch auf. So, Nokuri, können wir jetzt hier. Naja, guck mal, die andere Tür funkelt.
Aha. Wir können in die Höhle der Wehklagen. Na dann. Das ist recht klein. Und wir erwarten noch zwei weitere Zauberwirker. Was haben wir denn da? Was bist du für einer? Ein fahles Fäuleflüstern. Alliteration auf F. Mystiker. Könnte als Magier durchgehen. Ein fahler Marknager. Schurke. Geht eigentlich nicht als Zauberer durch. Da hinten wird doch irgendjemand sein. We will be victorious. Jawohl. Das werden wir sein. Sag mal. Sag mal, du triffst ja meinen Galfried. They better start running. Der revanchiert sich. Der ist aber noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Volley. Gib ihm eine mit. Jetzt ist der Sack dran. Sarkorus mit der Blühen, du hast den Wald von der Verderbnis befreit. Was hat er jetzt gemacht? Oh, 10.000 war richtig stark. Was hat er denn gemacht überhaupt? Hier, Knochen zerschmettern. Er setzt Attribut Sturmangriff ein. Und dabei gibt es Nokori Gelegenheitsangriff, Voljev. Nokori trifft, 50 Schaden. Und Voljev trifft auch. Nochmal Schaden und bumm, weg. Okay, verstehe. Dann sind das wohl... Na, wobei, es war eine war ein Schurke. Naja, gut, dieser Speedodon-Geist weiß vielleicht nicht genau, was ein Magier ist. Bitte mal alle sammeln. Ach nee, ich bin doch im Kampf. Ach so. Aber gegen wen denn? Ist hier oben einer. Oder lebt er jetzt hier wieder? Ich werde mal den Rundenkampf beenden. Ich weiß gerade nicht, was hier soll. Sein soll. Okay, warte mal, das ist er wieder. Das ist ja doch, wieso ist er wieder wach? Kommt alle auf ihn. Ist jetzt endlich Ruhe? Kampf ist beendet. Dankeschön. Der hat gar nicht mal so schlechte Beute. Ja, Armschienen des unverbitterten Angriffs. Ich glaube, die haben wir schon mal gefunden. Schwere Pranken. Flauschige Stiefel. Stirnreiter des erhörischen Charismas. Und ein Geschicklichkeitsgürtel plus 4. Der Träger dieser bequemen, flauschigen Stiefel trägt einfach nur bequeme Stiefel, die extrem flauschig sind. Und damit läuft er durch den Sumpf. Na toll. Schwere Pranken.
Diese Knieschoner gewähren ihrem Träger zusätzliche 1d6 Punkte Wuchtschaden bei kritischen Treffern mit natürlichen Waffen. Haben wir da noch Bedarf bei irgendeinem Tierchen oder Aivu? Ne, da haben wir doch sowas hier. Plus 2 auf Angriffswürfe. Das finde ich besser. Unerlegten Schaden finde ich auch besser. Das müsste da getragen werden. Das ist aber was anderes. Und du hast da... ob das so viel wert ist, aber die anderen Dinger sind... Nee, wir lassen das hier. Das ist mehr wert. Deswegen ja, 18.000 zu 1.100. Da lasse ich mal die 18.000er an den Gelenken. So, da haben wir hier noch was. Ah, das kann man nur Kori direkt machen. This is my path. Spektralstaub, dann hier ein Zepter. Das ist ein normaler Gürtel. Also Schnellzauber und Zepter, Gürtel, Geschicklichkeit, Charisma und das ist Plunder. Don't mind me. Ja, die beiden hier waren ja irgendwie mit diesen anderen beiden Magiern verbandelt. Stiefel des Wurzelsprechers. Was haben wir da noch hier? Das ist egal. Ewige Nacht. Und Robe der Verwandlung. Also eine ganze Menge. Moment hier. Also. Aus diesen großen braunen Stiefeln sprießen Zweige. Steht der Träger auf dem Boden, wachsen aus den Sohlen der Stiefel geisthafte Wurzeln, die dem Träger Erschütterungssinn im Umkreis von 30 Fuß gewähren. Solange die Wurzeln aktiv sind, erhält der Träger einen Bonus von plus 4 auf die Kampfmanöververteidigung gegen Ansturm, Überrennen, zu Fallbringen und Ringkampf-Kampfmanöver. Mhm. Nicht schlecht, aber sehr speziell. Ewige Nacht, ein Helm. Dieser Helm gewährt seinem Träger eine Schadensreduktion von 10 gegen kaltes Eisen und Gutes. Also ich glaube, es ist so gedacht, du hast eine Schadensreduktion von 10, außer gegen kaltes Eisen und Gutes. Ist nicht schlecht. Und eine Robe der Verwandlung. Diese Robe erhöht den Schwierigkeitsgrad aller vom Träger gewirkten Zauber der Schule der Verwandlung um plus 2. Ferner gewährt sie einen Bonus von plus 2 Erfahrungswürfe gegen Zauber der Schule der Hervorrufung. Puh, das ist natürlich jetzt schwierig. Also das sind tolle Sachen, aber ich habe sie halt viel zu spät gefunden. Aufgrund der bekannten Umstände. Das Hemd möchte ich dir gerne lassen. Das ist RK erhöhen, das will ich auf jeden Fall lassen. Ist bei dir genauso. Mieze hat Bonus auf Stärke und Bonus auf die RK, auch das will ich behalten. Mann, das brauchen wir hier. Naja, das, nee, das können wir alles nicht benutzen. Also, das ist ja ein tankiger Helm. Schadensreduktion 10, aber... die Kopfplätze sind halt echt schon verdammt gut belegt. Ich werde es nicht benutzen. Aber feine Funde, definitiv. Wieder ein Rubin. Was ist denn los mit diesen Rubinen hier? I can do this. Maybe. Hier ist ja gar nichts. Hm. Also, wir haben jetzt die Viecher erlegt. Jetzt scheint erstmal nichts passiert zu sein im Wald. Vielleicht können wir jetzt mal mit diesen Geistern an den Schreinen sprechen. March on. Gehen wir von Hand durch den Wald, weil ich nicht sicher bin, ob hier nicht irgendwas passiert. Jetzt nach diesem Streich gegen die Magier. Nee.
Gut, wenn ich mit dem nichts besprechen kann, kann ich mit dem anderen bestimmt auch nichts besprechen. Aber vielleicht geben die Geister ja jetzt schon ein bisschen Ruhe. So, war denn dieser andere? Hier. Du wirst jetzt aber nicht mir gegenüber böse, oder? Nee. Na gut. Das sind bestimmt irgendwelche Blumen hier, die ich da vergessen habe zu plündern. Also, in die Sumpfhöhle gehe ich nicht rein. Warum sollte da was sein? Hier wäre noch irgendwo was. Was ist denn das? Ah ja, da bei dem Pferd. Können wir teuer verkaufen, die Dinger. Ja, es ist jetzt hier nichts mehr zu tun, bis auf den Serena-Schrein natürlich. Und die Frage aller Fragen ist, hatte diese ganze Geistergeschichte irgendwas mit den Sachen zu tun, die wir hier gesehen haben? Der Kampf zwischen Serena und diesen Dämonen und ihrem Meister, Schattenkrähe, von dem war ja bisher nicht die Rede. Gehen wir mal rein. Na, imposant. Das ist offenbar hier die Hauptschrein, der Hauptaltar. Hier ist nichts. Augenscheinlich. Ist auch niemand drin hier, von wegen Dämonen versuchen hier einzudringen. Hier ist ebenfalls nichts. Serena, was ist los? Lass uns sprechen. In irgendeiner Weise. Du hast eine Gottheit des alten Sarkoris getroffen, während des Waldes. Errungenschaft. Ja, die Herren des Waldes, die kennt ihr von meinem Das Schwarze Auge Abenteuer auf meinem Kanal. Wer das nicht gehört hat, dann auf, nachholen. Keren Nai, wer ist denn das? Oh, ein Wolf. Der da vor uns steht. Ach so, das hier? Das ist Galfried und das hier ist Kerenai. Ulbrichts mächtige Hand streichelt mit überraschender Zärtlichkeit einen grünen Schössling. Der Baum zittert und neben ihm erscheint eine bereits vertraute Gestalt. Ihr lebt. Ihr seid meinem Ruf gefolgt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ulbricht verschränkt in einer rituellen Geste seine Arme. Ich bin Ulbricht Olesk. Auserwählter Krieger des himmlischen Greifs Aervar. Aervars Auserwählter. Die Wölfin klingt überrascht. Ah, ich glaube, ich verstehe. Willkommen in meinem Schrein. Ich hatte so lange keine Besucher mehr. Weder Sterbliche, noch Geister oder Götter. Dafür aber Dämonen angeblich. Und ich freue mich über die Gelegenheit, ein letztes Mal würdige Gäste zu begrüßen. Ein letztes Mal? Was meint ihr damit? Ich sterbe. Ohne Sterbliche kann eine Gottheit nicht leben. Aber was ist von meinem Volk geblieben? Was ist von mir in seinem Gedächtnis geblieben? Und Ulbricht. Aber die Leute erinnern sich an euch. Dieses schmächtige Mädchen, Ysenna. Sie tut alles, um euch zu gefallen. Der Häuptling von Gundhun und seine ganze Schar schwören Eide auf euren Namen. Ist das nicht genug? Sie schwören Eid in meinem Namen? Die Wölfin lacht. Sie kennen meinen Namen doch nicht einmal. Sie nennen mich wie die Numerianer Serena. Aber mein wahrer Name, Kerenai, ist längst vergessen, wie ein Kleinod in einem leeren Haus. Und was ist mit meinem Kult, meinen Ritualen? Dieser absurde Festtag, der eher Spott als Verehrung gleicht?
Nein, mein Freund. Diese Leute sind mir fremd. Sie kennen mich nicht und ich kann sie nicht verstehen. Ich lebe nur dank eines Wunders, dieses gebrechlichen kleinen Bäumchens. Allerdings nicht mehr lange. Warum habt ihr uns hergeführt? Ich spüre, dass ihr erwacht seid, Ulbrich. Es war, als würde die Sonne aufgehen, als würden ihre Strahlen Aervas Schnabel küssen. Ich wollte euch sehen, solange ich noch lebe. Auf dem Weg hierher hat uns eine dämonische Heuschrecke den Weg versperrt. Wisst ihr etwas über dieses Biest? Die Heuschrecke ist nur ein Diener. Fürchten müsst ihr euch vor ihrem Meister. Er hat die Verderbnis über meinen heiligen Wald gebracht. Seinen Schrein habt ihr unter den Ruinen eures Dorfes gefunden. Die Wölfin fletscht ihre Zähne. Er hat euren Clan ausgelöscht. Ja, vielleicht ist sie jemand, dem Ulbrich endlich mal Glauben schenkt. Ulbrichs Finger verwandeln sich in scharfe Krallen. Wo ist er? Sagt es mir. Wo finde ich diesen Abschaum? Und Kerenai. Das weiß ich nicht. Er ist vorsichtig. Er zieht nicht selbst in die Schlacht, sondern schickt seine dämonischen Insekten. Aber euer Aufeinandertreffen ist unvermeidlich. Wenn ihr ihn nicht findet, wird er früher oder später euch finden. Dann bekommt ihr eure Rache. Die Wölfin verstummt, als wüsste sie nicht, wie sie ihn ansprechen soll. Ulbrich vom Olesk-Clan, auserwählter Krieger des himmlischen Greifs Aerva. Seid ihr die letzte Göttin des alten Sarkoris? Nicht die letzte. Aber es gibt nur noch wenige von uns. Sehr wenige. Wie von unserem Volk. Die verbliebenen Ansiedlungen zerfallen oder verlieren den Geist von Sarkoris und vergessen ihre Götter. Und mit den Gemeinschaften sterben auch wir. In diesem Wald könnt ihr unweit meines Tempels einige niedrige Gottheiten der natürlichen Welt treffen und sehen, was nach Jahren des Vergessens aus ihnen geworden ist. Bald wird nichts mehr von uns übrig sein. Nicht einmal eine Erinnerung. Und Ulbrich. Das werden wir ja sehen. Gebt nicht so einfach auf, Herrin. Sarkoris wird wieder grün und voller Leben sein, wie es einst war. Und Kerenai. Aber das sind nicht die Antworten, die ihr sucht, oder? Ich spüre, dass die wichtigste aller Fragen in euch brennt, Ulbrich. Also stellt sie. Und Nokori wendet sich an Ulbrich. Was wollt ihr sie fragen, Ulbrich? Sagt mir, was ist aus Aerva geworden? Ulbrich haucht die Worte wie ein Gebet. Warum antwortet er mir nicht mehr? Aerva lebt. Ich hatte vermutet, dass unsere edle Art nicht so leicht sterben würde. Aber Ulbrich, sie zögert. Ihr könnt erst mit ihm sprechen, wenn ihr euch an alles erinnert, was ihr vergessen habt. Das stimmt, ich habe vieles vergessen. Meine Erinnerungen sind nur Bruchstücke. Egal wie ich sie drehe, ich sehe nie das ganze Bild. Und Kerenai. Diese Erinnerungen sind euch aus gutem Grund verborgen. Aber habt keine Angst, Ulbrich. Was verloren ist, kann mitunter wieder gefunden werden. Ich will versuchen, euch zu helfen. Wie könnt ihr Ulbrich helfen? Ich kann ihm helfen, sich an die Vergangenheit zu erinnern. Allerdings nur an den Teil, an den er sich erinnern will. Die Wölfin blickt Ulbrich tief in die Augen. Was sagt ihr? Die Erinnerung wird schmerzhaft sein. Und Ulbrich, noch schmerzhafter ist es, zu leben, ohne mich selbst zu kennen. Falls ihr mir helfen könnt, tut es bitte. Die Augen der Wölfin erstrahlen in einem bernsteinfarbenen Licht und vor euch bilden sich Visionen der Vergangenheit. Ja, ich ahne, dass Ulbrich in Unkenntnis der Sachlage vielleicht selbst Teil oder Förderer dieses Kults unter Kurant Glen gewesen ist, also wo wir den Altar gefunden haben, und somit selbst vielleicht Voranbringer und Förderer des Untergangs seines Stammes war. Gucken wir mal. Die Vision,
Die vor der Kommandantin in den bernsteinfarbenen wölfischen Augen erscheint, ist verschwommen. Die Details sind unklar. Im Zentrum der Vision stehen zwei Männer. Einer der beiden ist Ulbrich. In seinem entsetzten Gesicht spiegeln sich Schmerz und Wut. Aus einem tiefen Schnitt in seinem Nacken strömt Blut. Er ruft etwas, aber die Worte verklingen. Das Gesicht des anderen Mannes ist verschwommen, aber in seinen Händen hält er ein blutiges Messer. Mit wem kämpft Ulbrich? Egal wie sehr sich die Kommandantin auf den Mann mit dem Messer konzentriert, sie kann seine Gesichtszüge nicht erkennen. Aber dieser muskulöse Körper, das rote Haar und die prunkvolle Kleidung, das alles lässt die beiden Männer zwar nicht identisch, aber doch sehr ähnlich erscheinen. Ulbrich wird von einem Mitglied seines eigenen Stammes angegriffen, vermutlich von einem nahen Verwandten. Was ruft Ulbrich da? Ein dumpfes Brummen dröhnt in den Ohren der Kommandantin und überdeckt alle anderen Geräusche. Sie lauscht angestrengt, versteht aber nur ein einziges von Ulbrichs Worten. Bruder. Der Mann mit dem Messer entgegnet etwas, aber die Kommandantin hört weder die Worte selbst, noch die Stimme, die sie formt. Wo spielt sich das ab? Die Kommandantin wendet den Blick von den kämpfenden Männern ab und betrachtet ihre Umgebung. Ein Steinboden, rauschende Fackeln, ein blutverschmierter Altar. Ein vertrauter Ort, denn die Kommandantin war erst kürzlich dort. Es ist der geheime Schrein der Dämonenanbeter unter Kurantglen. Was passiert jetzt? Durch den Blutverlust geschwächt, kann Ulbrich dem nächsten Hieb nicht ausweichen. Das Messer des Mörders bohrt sich in seinen Nacken und hüllt ihn in eine Fontäne aus Blut. Als Ulbrich zu Boden sinkt, beginnt der geheime Tempel zu zittern. Die Vision des blutenden Ulbrich weicht Dunkelheit, aber die Kommandantin erhascht einen letzten Blick auf eine riesige Kreatur mit ausgebreiteten Flügeln. Der Greif fegt den Mörder zur Seite, hebt Ulbrichs Leib sanft vom Boden auf und damit verblasst die Vision. Und Ulbrich erinnert sich ebenso. Bruder! Ulbrich atmet schwer und presst seine Hand auf die klaffende Wunde, die ihm das Messer des Verräters beigebracht hat. Getötet! Von meinem eigenen Bruder bin ich tot? Ihr lebt! Aerva hat euch gerettet und hier vor euren Feinden versteckt. Ihr habt 100 Jahre lang geschlafen. In dem Stein. Ja! Jetzt erinnere ich mich. Ulbrich nimmt langsam die Hand von seinem Nacken und betrachtet seine Finger, als würde er Blut darauf erwarten. Dieser verfluchte Altar in Kurantglen, das getrocknete Blut, menschliche Knochen, das ist also passiert. Meine Leute haben sich von ihrem Gott abgewandt und vor einem Dämon gebuckelt. Mein eigener Bruder hat mich erstochen, um unserem Clan Aervas Schutz zu rauben. Ihr hattet recht, Kerenai. Die Erinnerung schmerzt. Aber danke, dass ihr sie wiederhergestellt habt. Und Kerenai. Ihr erinnert euch an das, woran zu erinnern ihr bereit wart. Es gibt noch immer Geheimnisse, die ihr vor euch bewahrt. Aber vielleicht ist es besser so. Ihr werdet euch an alles erinnern, wenn ihr dazu in der Lage seid. Die Vision erklärt vieles, aber nicht alles. Ihr habt recht. Aber mir schwirrt der Kopf angesichts meiner Erinnerungen. Lasst uns später darüber reden, in Dretzen. Danke, Kerenai. Einem Freund helfe ich immer gern. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich werde wohl doch nicht einsam sterben. Nun, da ich weiß, dass sich jemand in dieser Welt meiner erinnert. Und Ulbrich, niemals! Ulbrich Olesk lässt sich nicht nachsagen, dass er sich für eine gute Tat nicht erkenntlich zeigt. Ich werde euch nicht sterben lassen, Herrin. Und Kerenai, ich erkenne dieses Feuer. Ja, ihr wart schon immer bereit, andere zu retten. Aber mich zu retten, ich fürchte, das übersteigt eure Kräfte. Genau da hakt Nokori jetzt ein. Kerenai, schreibt die Bewohner von Gundrun nicht ab. Gebt ihnen eine Chance, dann werden sie euch helfen zu überleben. Was sollte ich eurer Meinung nach denn tun?
im Dorf erscheinen, um ihnen zu zeigen, wie man meine Rituale feiert und meinen Namen ausspricht? Soll ich um Verehrung bitten, wie ein Bettler um Brot? Sie würden über eine derart jämmerliche Gottheit lachen, und zwar zu Recht. Und Ulbrich: Aber Herrin, es gibt keinen Grund, das selbst zu tun. Dafür haben Götter schließlich ihre Auserwählten. Aerwa hat mich auserwählt, und ich habe viele Jahre lang mit ihm gesprochen, seine Riten gefeiert und dem Volk seinen Willen verkündet. Wählt einen der Dörfler aus, damit er euren Kult nach euren Vorstellungen wiederherstellen kann. Aber wen soll ich auswählen? Die Bewohner von Gundrun und ich, wir sind uns fremd. Wer von ihnen wäre meines Segens würdig? Jetzt können wir Isenna oder Sigurn wählen. Die naheliegendste Wahl ist natürlich Isenna. Und ich glaube, ich wähle sie auch. In einem zweiten Durchlauf würde ich dann natürlich jemand anderen wählen. Nehmen wir also Isenna. Sie hat euch viele Jahre lang treu gedient. Isenna. Meine größte und letzte Enttäuschung. Ja, ich hielt sie für eine würdige Dienerin. Aber ihr Kopf ist voller Unsinn aus Büchern und Geschichten. Sie glaubt nicht an mich, sondern an ihre eigenen Fantasien. Was nützt mir eine Auserwählte, die nicht einmal meinen wahren Namen kennt? Und Ulbrich: Das Mädchen ist ein bisschen wirr, ja, aber es ist euch und dem alten Sarkoris treu ergeben. Sie kennt unsere alten Traditionen nicht, aber wie könnte sie auch, nachdem sie auf der Asche unseres Landes aufgewachsen ist? Weist die Kleine nicht zurück, unterrichtet sie, und sie wird den Rest der Dörfler unterrichten. Und Gerenai: Ich glaube nicht, dass sie sich als nützlich erweisen wird, aber wenn ihr anderer Ansicht seid... Also schön, ich gebe ihr noch eine Chance. Vielleicht ist ihr Eifer, von dem ihr sprecht, stark genug, um die Gletscher der Ignoranz in ihr schmelzen zu lassen. Naja. Ich habe gehört, in eurem Schrein gab es ein altes Relikt. Bitte des Händlers abgeschlossen. Mein Schrein ist verlassen und verwüstet. Dort ist nichts, was ihr nicht mit eigenen Augen sehen könnt. Aha. Wir sollten gehen. Lebt wohl und danke für euren weisen Rat. Ich war zu streng mit den Bewohnern von Gundrun. Vielleicht sind sie mir und Sarkoris doch nicht so fremd, wie ich dachte. Und damit verschwindet Kerenai. Und ich finde, wir sollten hier auch verschwinden, denn die Episode ist lang genug. Also, wieder erwarten keine dämonischen Angreifer hier. Aber hier hinten ist noch eine letzte Treppe, das gucken wir uns noch an. Aber das führt auch zu nichts. Ja, sie spricht wohl wahr. Dann Woljev schaut sich um und erkennt und sieht hier nichts. Und damit stimmt wohl, was sie sagte. Nun gut, was ist zu tun? Wir müssen... Also wir werden jetzt nicht irgendjemanden von den im Wald lagernden dem Svidodon zum Fraß vorwerfen. Das machen wir nicht. Nein, das würde ein anderer Ritterkommandant vielleicht tun, aber auf keinen Fall nur Kori. Und damit wird das und die damit sicherlich einhergehende Steam-Errungenschaft erstmal unerrungen bleiben. Die Helden werden durch den Wald der vergessenen Geister nach Gundrun zurückkehren und berichten, was zu berichten ist. Und wieder erwarten scheint es ja mit dem Kollegen Ulbrich natürlich noch weiterzugehen, denn er erinnert sich noch nicht an alles und diese Schattenkrähe, die haben wir noch nicht gerupft. Und wir müssen mal schauen, wie sich die Dinge weiterentwickeln, wenn wir nach Dretzen zurückkehren. Und das machen wir höchstwahrscheinlich im nächsten Teil. Bis dahin.